Moin! Yummy, Manja. Heute gibt's vegane Spaghetti Bolognese. Da freue ich mich schon drauf. Aber darum geht es gar nicht. So, ich möchte euch heute, oder beziehungsweise jetzt, noch einen kurzen Nachtrag liefern. Moment, erstmal den blöden Tripod hinstellen. Ohne, wah, Erdbeben, Godzilla greift an. So, ohne dass das Teil mir hier abschmiert. Aber mal gucken, ob das klappt. Okay. Als ich das Video zum Weitermesser, zum Blacktech hochgeladen habe, da habe ich ein paar Bemerkungen bekommen, dass das Messer ja soweit in Ordnung wäre. Allerdings würde es viele ärgern, weil es zu dem Messer kein Werkzeug zur Schraube gibt. Und das stimmt natürlich. Das habe ich echt vergessen zu erwähnen. Und das ist auch wirklich ärgerlich, dass ich es vergessen habe. Das ist nämlich wirklich ein Mangel, den Walter wirklich beheben sollte. Ne? Super günstiges Messer und von der Qualität auch echt ganz gut. Und ein Arbeitsmesser. Aber ja, so ein Werkzeug wäre halt noch ganz nett. Damit, wenn man das Messer mal ordentlich rangenommen hat, man, ja, damit man es auch wieder nachstellen kann, insofern es denn dein Klingenspiel hat. Und einer der YouTuber, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, ja, hatte das halt bemängelt und er hatte auch das Messer und fand das sehr schade. Und ich habe ihm dann geschrieben, ich persönlich finde sowas gar nicht so schlimm, dass da kein Werkzeug dabei ist. Denn wenn man ein bisschen findig ist und nachdenkt, dann kann man sich so ein Teil auch irgendwie selber bauen. Und als ich jetzt gerade beim Kochen war, hatte ich eine Idee. Ich habe nämlich einen alten Schneebesen gefunden und den dann mal kurzerhand zerlegt. Also an alle, die das nachmachen wollen, ich übernehme für nichts die Haftung. Jungs, wenn eure Mädels euch die Ohren lang ziehen, dann kommt nicht zu mir angekrochen und heult. Okay. Ja, die Teile einfach so aussahen, als wenn die von der Dicke passend wären. Und die sind ja wirklich sehr, sehr stabil. Ich habe auch schon eins fertig. Und ja, das funktioniert. Und ich werde euch jetzt mal schnell zeigen, wie ihr die macht. Also ihr knipst euch ein ab. Und dann knipst ihr das Teil nochmal auf ungefähr, was weiß ich, keine Ahnung, 8 cm oder so. So, und dann legt ihr das mittig zwischen eure Kombizange und biegt beide Hälften im 90-Grad-Winkel nach unten oder nach oben. Könnt ihr euch aussuchen. So, dann habt ihr so eine Art Hufeisennagel. Der muss jetzt natürlich wirklich die gleiche Länge haben. Der steht hier noch ein bisschen über. Deshalb werde ich den, na, hier geblieben. Deshalb werde ich den jetzt noch ein bisschen anpassen. Sollen wir mal gucken. Hoppala. So, jetzt schaut das ganz gut aus. Und jetzt drücke ich die noch ein bisschen zusammen und lege die so, biege sie ein wenig nach außen. So, und das mache ich auf beiden Seiten. So, zack, dann habt ihr das. Und dieses Teil, ja, ist jetzt noch ein bisschen starr, aber wir probieren das einfach mal. Setzt ihr dann ein. Na, na, willst du wohl? Und die passen wirklich super. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob sich die Schraube. Sondern ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber damit lässt sich die Schraube wunderbar auf und wieder zudrehen. Ihr müsst halt recht weit unten anfassen für den Hebel, damit ihr einen sicheren Halt habt. Ne? Okay. So, also und jetzt ja. So kann man das halt machen. Okidoki. Das funktioniert wunder, wunderbar. Kostet aber seinen Preis. Okay. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Yum, 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 yum. Und ja, bleibt gesund,
Peace, veganes, leckeres Essen. Wir sind raus. Ach ja, bleibt gesund. Nee, das hatte ich schon. Ach, völlig durcheinander. Tschüss.